Cello ist der Sänger unter den Streichinstrumenten, Tenor verwandt. Es hat ein paar Herausforderungen, wie alle Streichinstrumente, ist die Intonation, also das genau saubere Spiel oder die expressive Intonation, was man mit der Intonation alles anstellt, ob man ganz sauber Akkorde spielt oder expressive Leittöne spielt, das ist ein großes Kapitel. Klangschönheit, Mühelosigkeit des Tons, wenn es ein großer Ton sein soll. Ganz gerne wird es dann eingesetzt, wenn Liebessehnsucht im Spiel ist. Also ich denke da zum Beispiel an den Beginn von Tristan, das ganz, ganz große Cello-Gruppensolo, oder wenn ganz große Liebeskatastrophen sind, wie in Tosca, das Cello-Quartett, bevor die Exekution stattfinden soll. In der Richtung geht es ganz oft. Ja. Wenn das große Gefühl mit Liebe verbunden kommt, dann kommt das Cello. Tokio ist für uns eine etwas entspanntere Geschichte, weil wir hier stationär sind für über 2 Wochen. Ich glaube, die Begeisterung motiviert natürlich sehr, und auf Reisen zu sein ist auch immer etwas Besonderes, und man strengt sich vielleicht noch ein Stückchen mehr an, oder die Atmosphäre ist einfach so, dass sich jeder voll reinhängt. Aber ich denke, die Musik selbst ist das Gleiche, ob es jetzt in Europa oder hier stattfindet. Das hat damit nichts zu tun. Für uns im Orchester ist es auch eine sehr starke Umstellung, dass die Stühle so irrsinnig niedrig sind, weil wahrscheinlich die Mann einfach im Durchschnitt kleiner sind als wir, dass man das Gefühl hat, man müsste sie irgendwie so streichen oder so. Es ist, wenn man dann wirklich lange, wie Tannhäuser oder was weiß ich, Tristan hatten wir auch früher mal gespielt, wenn man da 5 Stunden sitzt, dann ist das, kann es sehr, sehr anstrengend werden. Einfach die tiefen Stühle.